Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Infamous hier auf dem Kanal von Liquid Let's Plays mit eurem Mascanius. Ja, das war ein wenig fix, aber jetzt geht's ganz gemütlich weiter und wir holen jetzt natürlich auf fixeste Art und Weise ein paar... Ach, wie heißen die Scheißteile noch? Kräfte sammeln. Kernrelease, genau, Kernrelease, sagt mir das doch. Mann, da wäre ich auch so drauf gekommen. Ja, wir können jetzt wenigstens wieder die Abkürzung sozusagen über Häuserkanten nehmen, die uns dann einfach nur wieder auf ihre Bremsen. Ja, klug gemacht, da halt wollte ich gerade irgendwie... ja, nee, danke, vielleicht, nein, bitte, gerne wieder. Jo, so. Ja, komm, hier tun wir mal was Gutes, wenn wir schon mal hier sind. So oder so ähnlich, ne? Ach, da fällt mir ein, ich kann ja... Oh. Das ist natürlich jetzt voll doof, eigentlich was Gutes zu tun, weil... Wie jetzt wieder die Rauch... Also, oh, Zivilist ausgestattet. Toll, was geistert der denn noch hier rum? Ich kann mich da nur wiederholen. So, du bist jetzt mal weggesperrt. So, das funktioniert schon, das ist cool. Den Drogendealer haben wir verhindert, wunderbar, weiter geht's. Nein zu Drogen, haben wir eine Trophäe für erhalten. Na, dann war ja alles gut. Dann war unsere Mühe nicht umsonst. Wir können ja schon mal gucken, ob wir hier schon mal was freischalten können. Wir haben noch exakt 0 Scherben. Okay, dann wird nicht viel passieren. Hm. So ist das wohl. Mann, total bewegend. Da vorne ist aber auch das nächste Kernrelie. Sehen wir schon. Fetch wollte auch vorbeikommen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich muss was auf Dächer stellen. Fetch, das Ding ist hier. Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit-Peilsender. Ach, gleich wirst du staunen. Naja, ich wollte es gerade sagen. Mach das allein, die. Hey, habt ihr ein Mädchen gesehen? Ziemlich klein, lila Haare. Also, jetzt können wir ranzoomen und dann auch schon Machtpunkte schießen. Ja, so oder so ähnlich funktioniert das Ganze dann. Okay. Ah, cool. Das rockt doch. Ach, Fuß ist... Aha, da kriegt man ja eine gute Tat dann für, wa? Sexy. Da vorne ist eine Scherbe. Na, ob sich das lohnt, die jetzt zu holen? Ich sehe hier gerade kein DOP, also sind wir mal so mutig. Ja, ich will ja die Mission auch gar nicht machen. Ich will nur die Scherbe haben. Der Rest ist mir Wurst hier. Achso, da kommt man ja runter und nicht oben. Wo kommt ihr eigentlich alle immer wieder her hier? Irgendwo müsst ihr ein Nest von euch geben. Das ist ja das Schlimmste ist. Ich würde schwören, ich habe das getroffen. Ich muss mal eben weg. Ich lasse mich ja nicht von so einer blöden Patrouille hier fertig machen, das wäre ja noch schöner. So, eine gute Tat. Ah. Eine Runde Neon von dem Schild da oben. Läuft doch. Ja, ja, kugel dich nicht so viel. Ah, den Kopf hätte ich jetzt treffen können. Aber das ist, glaube ich, keine gute Tat. Und meine Liste wieder leer. Die ist sowieso schon wieder leer. Warum überhaupt? Warum? Ist die Banane krumm? Aha. Okay. Ach, da vorne ist ja schon... Ach, wir sollen jetzt Fetch folgen, ja. Okay, das kriegen wir hin. Das ist ja nicht so unauffällig hier. Hey Fetch, ich bin gerade über deine Arbeit gestolpert. Kannst du dich vielleicht ein bisschen bremsen? Ich muss die Furie in mir füttern. Oder vielleicht fütterst du deine Furie mal nicht. Dann verhungert sie und du wirst geselliger, wie ich. Oder vielleicht kannst du mich mal. Na, Fetch. So was sagt man aber nicht. Aber ich glaube, da vorne ist sie schon wieder. So kartenmäßig. So. Ja, nimm das, du dreckiger Gifthändler-Abschaum. Du hast es verdient. Hey, Smokey, willst du mitmischen?
So, wir tun natürlich nur gute Taten. Wir sind ja nett. In Neon eingewickelt sieht übrigens auch sehr nett aus, muss ich sagen. Und da ist auch ein Ken-René. Was eine nette Sache. Bewacht von irgendwelchen Gangstern anscheinend. Das ist das Äquivalente zu dieser Rauchblase oder Schwefelblase oder wie sie es dann nennt. Bei dir alles klar? Ja, ja. Brauchst du noch Hilfe? Brauchen nicht, aber ich nehme sie. So. Ich hatte ihn direkt eingewickelt? Okay, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist auch nur. Ist ja sexy. Ja. Nice. So, okay, wir auch noch. Das wäre ja gelacht, wenn nicht. Ich suche noch eins von diesen Dingern. Na. Sei lieb. So, folgen Sie Fetch-Brandspuren zum nächsten Kernrelais. Das sind Brandspuren? Ich dachte, das ist Neon. Wisst ihr nicht, dass Neon brennt? Oder hat das was mit Brand zu tun? Ihr versteht? Brand? Der war nicht gut, ne? Ich geb's zu. Okay, ich hab auch niemanden lachen können. Folge einfach den Markierungen. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heiß, stimmt? Weißt du, vielleicht sollten wir die Sache mit den Dealern ein bisschen ruhiger angehen. Kriegst du jetzt etwa Mitleid, sie? Hey, wir haben Kräfte, die nicht. Deswegen müssen wir die Guten sein. Kannst du mal ein Auge zudrücken? Denk mal drüber nach. Ja, ja, schon okay. Besorg dir einfach ein paar neue Kräfte. Hä? Die Richtung, da war doch eine Neomarkierung, warum bin ich jetzt falsch rum abgebogen? Naja. Dann wollen wir mal hier hoch. Da ist auf jeden Fall auch eine Neon... Ich war doch am richtigen Weg. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mann. Ja, doof ist das ja. Genatzt vom Spiel. Das wollte mir eine gute Tat tun und eigentlich war ich schon viel weiter, als die dachten, dass ich bin. Okay. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Wo sind die nächsten Spuren? Da. Da ist es ja einfach. Einmal hier drüber und wunderbar. Dann da lang. Vor dem DOP lang. Da habe ich. Ich habe doch keine Lust auf euch. Leute, ihr seid doch scheiße. Ihr könnt mich alle mal. Am Arsch lecken könnt ihr mich. Eh keine Chance. Oh, da fliegt aber noch so ein Ding. Das sollten wir uns mal eben nebenbei mal. Oh, zwei. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, ich habe keine... Ist das denn wahr? Ah, toll, ich habe kein Neon mehr und kann die Dinger da nicht runterholen. Das ist doch scheiße. Ah ja, egal, gehen wir weiter. Und folgen Fetch hier in dieses Waldpark, was weiß ich nicht, Gedöns. Ich würde von der Begrenzung gerne Neon ziehen. Da ist es. Na los, hol dir deinen Kräfteshop. Das tut's ja gut. Geht doch. So, neue Kräfte braucht der Delson. Jawohl. Dankeschön. Das ist dieser aufladende Schuss. Netterweise habe ich da auch schon was von gekriegt. Dankeschön. Es hat auch lang genug gedauert, dass das... Ups, Allah. Du bist aber jetzt mal fertig besiegt. So, Rauch kann ich nichts mit anfangen. So. Wäre ja gelacht, wenn wir euch da jetzt nicht... Oh, fuck. Ich wollte gar nicht die Kapitulation ablehnen. Das ist halt, wenn man schießt, da warst du ein bisschen zu fix mit dem Kapitulieren, oder? Nicht fix genug. So, wir müssen wieder Fetche folgen zum nächsten Kernrelais. Das geht hier Schlag auf Schlag. Da kennen wir ja nichts. Das muss ja weitergehen, nicht wahr? Wir wollen ja auch durchkommen und uns dann... die Add-ons mal geben. Also, beziehungsweise das erste gibt es, glaube ich, ja schon. Wenn ich nicht ganz verwirrt bin,
Und dieses Add-on stellt das Prequel zu Fetch-Leben dar, also oder zu Fetch-Geschichte. Fetch ihre Geschichte, so, ja. Ja, whatever. Ist das eine Markierung oder? Ja. Jo, ganz unauffällige Markierung. Fetch, wie ich sehe, fängst du die Dealer jetzt doch lebend. Kann es vielleicht sein, dass ich etwas damit zu tun habe? Ja, der Egomanen denkt immer, ihr seid der Grund für alles, was in der Welt passiert. Haha. Nein, ich glaube nicht, dass ich der Grund für alles bin. Nur für deinen offensichtlichen Sinneswandel. Mehr nicht. Sachen gibt's. Fetch ist freundlich. Sachen gibt's. Wir haben halt eine Ausstrahlung. Die ist bombig ansteckend. Wisst ihr Bescheid. So, weiter geht's. Nur wo lang? Da haben wir noch eine Markierung, ja. Ich bin jetzt doof. Oder einfach nur blind. Wahrscheinlich beides. Da waren die Dealer, ja, ist ja gut. Und dann sind wir hier lang, haben wir da eine Markierung, ja, da. Ach, da an der Wand, ja, ich war blind. Ich war in der Tat einfach nur blind. Gut, wer Augen im Kopf hat, ist klar ein Vorteil. War jetzt nicht so schwer zu sehen. Aber naja, was will man machen, ne? Kann man nichts anmachen. Muss weitergehen. Und wird's auch. Da oben auf dem Moderno. Ah, und noch ein Stockwerk nach oben. Und ich gehe mal dann davon aus, dass wir diese Balkons hochgeklettert sind. Wo wir jetzt sehr lange Neon gekriegt haben. An der einen Etage gibt's noch. Und da ist die nächste Markierung. Okay, und da unten sehen wir auch Fetch schon wieder. Die sich dort mit... Oh, das ist ein guter... Da kommen wir ja aus dem... Da haben wir ordentlich aufgeräumt hier unten. Das muss sehr beeindruckend gewesen sein. Den spannen wir mal eben ein. Und da ist das Kernrelais. Juhu! Und was kriegen wir jetzt? Wir sind so nervös. Ja, nein, geht. Eigentlich wissen wir ja schon, was passiert. Oh. Da kriegen wir jetzt unseren Super-Skill. Also jetzt weiß ich, warum der sich nicht gerade aufgeladen hat, weil wir noch gar keinen hatten. Ah ja, ja, ja. Da war ich einfach nur ein bisschen... Jo. Baller, baller. Und jetzt setzen wir diesen Skill natürlich auch direkt ein. Und räumen mal dieses DOP da. Sehr zu genießen. Ich habe es vielen gehört. Ja, wenn du dir das Ganze irgendwann mal aus der Nähe ansehen willst. Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Über die Drogendealer auf der Straße. Ach ja? Ich finde, diese schmierigen Dealer zu jagen, sind doch nur Diener. Aber wenn wir weiter oben in der Nahrungskette ansetzen, bei den Lieferanten, dann ändert sich was. Ja, wenn du das nächste Mal die Nahrungskette erklimmen willst, dann komm ich gern mit. Ich glaub, ich habe noch nie etwas verändert. Klar, das wird wie ein Date mit dem Bestatter. Ich rufe dich an, wenn sich was ergibt. Ein Date mit dem Bestatter, ja, das ist auch schön. Damit haben wir die Mission Es werde Licht abgeschlossen. Wir haben 4 Upgrades verfügbar. Wir haben jetzt die Wahl zwischen 2 verschiedenen Missionen, gut und böse. Die böse Mission kennen wir zum einen ja schon, da wir das Ganze ja schon auf böse durchgespielt haben. So, da kommen wir zum Neon. Wir haben da auch noch Nahkampffähigkeiten gekriegt. Den Kometenfall kennen wir schon, den Sprintangriff kriegen wir auch. Den haben wir auch vorher schon gehabt, okay. Sprint besiegen. Sprinten Sie auf sich ergebende Hustengegner zu und drücken Sie dann schnell Dreieck, um ihn zu besiegen und gutes Karma zu erhalten. Das können wir nicht, weil wir 4 Karma-Heilungen besiegen, eine sich ergebende Hustengegner mit Dreieck, stellt Ihnen einen Teil der Gesundheit wieder. Das ist gut. Das könnten wir mal überlegen. Wir werden jetzt aber erstmal Neon entziehen, auf 2 bringen und dann zusehen, dass wir noch ein paar Scherben finden für Fähigkeiten, wenn diese uns dann mal über den Weg laufen. Und uns jetzt zur nächsten Mission begeben. Und mal schauen, was dort auf uns wartet. Diese kennen wir ja so gesehen dann auch noch nicht. Aus dem einfachen Grunde, dass wir die böse Mission gespielt haben beim letzten Mal. So, da haben wir gutes Karma erhalten. Da sind noch die Drogen, ja.
Ja, da haben wir den Drogendeal verhindert. Das war relativ easy hier. Da war nicht viel los. Da vorne ist der Viertelfinalkampf, dieses Support-DOP-Schild. Ich weiß nicht, ob das das Gebiet ist, in dem wir das freigeschaltet haben. Wir gehen aber jetzt einfach mal spekulieren für den Fall. Das, was hier frei haben, würden wir es eben machen. Normalerweise dauert das nicht zu lange. Und es scheint zu funktionieren. Hallo, hier ist die DOP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Es hat einen Zwischenfall ganz in der Nähe gegeben. Ein ziemlich gut aussehender Bioterrorist. Er hat randaliert und Ihre Reklametafel beschädigt. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken DOP-Truppen, um die Gefahr zu neutralisieren. Davon kriege ich einfach nie genug. So, da kommen DOP-Truppen, um uns zu eliminieren. Sind die nicht niedlich? Finde ich schon. So, da ist allerdings auch so ein fetter Steintyp bei. Der ist grundsätzlich mal böse. Auch der ist, da ist auch noch so ein... Oha. Oh 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 oh. Ich bin mal eben kurz einen Ausflug am machen. Am machen. Dupdi dupdi dupdi. So, jetzt muss ich erstmal wieder hochkommen. Da konnte ich Neon entziehen. Das machen wir natürlich mal fix. Wichtig. Auch von dem Schild da oben, okay. Ah, da sind wir schon mit Raketen auch wieder voll. Das ist gut. So, und dann einmal hier rüber. Wunderbar, da sind wir schon. Verwenden wir ein bisschen was davon. Vielleicht hilft uns das. So, wir reden da ganz gerne. So, wunderbar, Feind besiegt. Der hat gar keine Schwachstelle, ja. Das ist schön, das war klar. Der auch erstmal nicht. Ich weiß gerade gar nicht, welcher schlimmer ist. Wenn ich ehrlich sein soll. Wahrscheinlich würde ich sagen, erstmal... Oh, ja, das war schon ein ausreichend guter Treffer. Okay. Das ist ja natürlich perfekt. Und dann werden wir diesen natürlich auch erstmal besiegen. Aber wenn das so einfach geht, dann machen wir das natürlich, ne? So, das müsste doch eigentlich... Ah, scheiße, die Raketen sind alle wieder weg. Dann muss ich ihn so erwischen. Aber auch das ist kein Problem. Damit haben wir es geschafft. Und diesen... Viertelfinalkampf abgeschlossen. Was jetzt gleich auch ins Bild auftauchen sollte. Hey, Viertelfinalkampf abgeschlossen. Wunderbar. Und damit kriegen wir die Viertelbelohnung. Ein Pioneer Square Schnellreiseziel. Dieses Schnellreiseziel habe ich noch nie benutzt. Ich weiß auch nicht, ob die einem so viel bringen, da man ja eigentlich relativ fix unterwegs ist. Und wir kriegen eine individuelle RIP-Jacke und ein Pioneer Square irgendwas. DOP. Achso, Patrouillen tauchen hier nicht mehr auf oder irgendwie so, ne? So, aber wir wollten ja eigentlich ursprünglich uns Richtung Mission begeben, welche sich dort oben, wie man sehen kann, auf dem Haus befindet. Die Böse wäre jetzt noch an anderer Stelle. So. Dopp. Stehen geblieben. Kampf den Drogen könnten wir jetzt beginnen. Allerdings ist die Zeit schon wieder ein wenig fortgeschritten. So, dass wir diese Mission dann in der nächsten Folge sehen werden. Also freut euch schon mal drauf. Bis dahin. Ich bin raus, euer Scanius. Ciao.